gibt eine ganz neue Herangehensweise an die Alzheimer-Erkrankung. Man spricht heute davon, dass eigentlich die Hirnveränderung schon die Alzheimer-Krankheit ist, noch ehe sie irgendwelche Symptome macht. Worin besteht die Hirnveränderung nun? Es sind Ablagerungen von sogenannten Amyloid-Plaques, Eiweißflecken zwischen den Nervenzellen, und in den Nervenzellen drin finden sich fädige Strukturen, sogenannte Neurofibrillen. Die sind wahrscheinlich nicht die direkte Ursache der Probleme, aber Endprodukte von kleinen Molekülen, kleinen Stoffen, die die Nervenzellen bei ihrer Entstehung oder kurz danach bereits schädigen. Und wenn zu viele Nervenzellen zu stark geschädigt sind, dann kann das Gehirn nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Das Einzige, was das Gehirn dem entgegenzusetzen hat, ist die geistige Reserve, und die ist bei den Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wenn man zurückschaut, kommt man häufig darauf, dass die Erkrankung mit ganz leichten Schwierigkeiten begann. Sozialer Rückzug, bisschen depressive Verstimmung, aber das sagt noch nichts über den weiteren Verlauf aus. Das ist zu unspezifisch. Dann kommt ein Stadium der leichten Demenz, wo die schwierigen Aufgaben anfangen schwer zu fallen, und dann das bei der mittelschweren Demenz bedürfen die Patienten Unterstützung auch bei einfacheren Dingen im Alltag, und bei der schweren Demenz ist wirklich ein hoher Pflegebedarf. Da müssen einfachste Verrichtungen für den Patienten erledigt werden. Die häufigste Ursache einer Demenz ist die sogenannte Alzheimer-Krankheit. Nahezu alle älteren Menschen, die dement werden, haben auch Alzheimer, und bei den meisten steht die Alzheimer-Problematik im Vordergrund. Bei den meisten treten aber dazu noch andere Hirnveränderungen, zum Beispiel durch Blutungsstörungen des Gehirns, eine sogenannte Mikroangiopathie. Andere haben auch kleine Schlaganfälle, die einfach die Leistungsfähigkeit des Gehirns reduzieren, eine sogenannte Makroangiopathie. Und es gibt noch viele, viele andere Hirnveränderungen, Entzündungen, Folgen von Verletzungen und Versorgungsstörungen, die auf Organversagen anderer Art beruhen. Wenn das Herz nicht mehr voll leistungsfähig ist und die Niere, wird das Gehirn nicht versorgt und funktioniert einfach auch nicht mehr so gut. Man kann die Hirnveränderungen der Alzheimer-Krankheit heute schon sehr, sehr früh feststellen mit wissenschaftlichen Verfahren, noch lange vor der Zeit einer richtigen Demenz. Und man kann bei den Patienten heute, wenn man diese Hirnveränderungen feststellt, durch Bildgebungsverfahren, durch eine Untersuchung des Nervenwassers gar nicht genau vorhersagen, wann und ob dieser Mensch überhaupt dement wird. Die meisten Patienten kommen aber erst, wenn sie schon leichte Probleme verspüren, meistens die Vergesslichkeit. Dann kann der Arzt oder Psychologe messen, wie ausgeprägt diese Defizite sind, verschafft sich ein klares Bild von der Vorgeschichte und von sonstigen wichtigen Symptomen, macht eine Reihe von Laboruntersuchungen, und absolut unverzichtbar ist eine Schichtaufnahme des Gehirns. Es muss nämlich nicht Alzheimer sein. Es könnte auch ganz was anderes dahinter stecken, und da will man reinschauen. Man will wissen, ob sich vielleicht mitunter ein Hirntumor als Demenz verkleidet. Und man will den Patienten auch insofern kennenlernen, als sich im höheren Lebensalter mitunter eine Depression als Demenz darbieten kann. Sehr wichtig ist es, das Gehirn anzuregen, nicht mit stupidem Gehirnjogging, sondern mit allem, was den Menschen erfreut. Pflege im weitesten Sinn ist extrem wichtig, und sie kann erleichtert werden durch sogenannte Antidementiva, also Medikamente, die die geistige Leistungsfähigkeit eines Menschen etwas verbessern. Die Verbesserung besteht nicht in erster Linie darin, dass man ein paar Pünktchen mehr auf irgendeiner Testskala bringt. Die Verbesserung besteht darin, dass der natürliche Krankheitsverlauf um einige Monate verschoben wird. Also ein Patient mit Medikamenten leistet einem Jahr noch genauso viel, wie er vor einem Jahr ohne Medikamente geleistet hat. Was häufig vernachlässigt wird, ist die Behandlung von Begleiterkrankungen, die zusätzlich die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Bei einer Herzinsuffizienz oder bei Schmerzen ist der Mensch nicht imstande, sein ganzes Potenzial abzurufen, und das wird ihm erleichtert, indem man diese Erkrankungen gezielt behandelt. Derzeit ist es so, dass die Behandlungsmöglichkeiten versuchen, die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen zu verbessern. Vielleicht gibt es da auch noch eine Möglichkeit, diese Art von Eingriff zu optimieren. Man arbeitet natürlich daran,
das Problem an der Wurzel zu packen und die Entwicklung der Alzheimer-Ablagerungen ganz zu verhindern. Das gelingt auch biologisch. Man kann gegen Alzheimer impfen, man kann versuchen, die Entstehung dieses Alzheimer-Amyloids, dieses Eiweißes zu bremsen. Beides geht auch am lebenden Patienten mit einer Demenz. Es funktioniert biologisch, aber noch nicht psychologisch. Es gibt erhebliche Nebenwirkungen und die Patienten haben keinen unmittelbaren Nutzen. Ihre Leistungsfähigkeit wird dadurch noch nicht besser. Und man vermutet derzeit, dass es notwendig sein wird, diese gleichen Interventionen zu versuchen bei Menschen, die noch lange nicht dement sind. Um zu überprüfen, ob das möglich ist, ob es ethisch vertretbar ist, ob es wirksam ist, werden wahrscheinlich noch 20 Jahre intensiver Forschungsarbeit notwendig sein.